Tach, hier ist wieder der Schattennase Weiß mit einem neuen C64er Video. Heute spiele ich das Spiel Killer Pillar von 1983 und ich spiele auf Novice, also einfach. Und ja, ratet mal, welches Spiel das ist. Erinnert ein klein wenig an Centipede. Der Unterschied ist, dass die Raupe, Caterpillar, die Bäume kahl frisst und man auch selber die Bäume abknallen kann. Und wenn man die Bäume abgeknallt hat oder die Raupe die Bäume weggefressen hat, dann ist das Spiel vorbei. Ist auch kein schlechtes Spiel. Kein Nummer 1 Hit, aber für 1982 oder 83 war es, glaube ich, nicht schlecht. Steuert sich flüssig. Soundeffekte fallen nicht auf, also jetzt weder positiv noch negativ. Leider wird das Spiel nachher ein bisschen unfair. Ach scheiße, da ist ja noch einer. Ja, und die Raupen werden auch wieder größer, wenn die fressen. Also am besten sorgt man dafür, dass es möglichst wenig Köpfe gibt von der Raupe. Hallo? Das war knapp. Und ich habe auch das Gefühl, es kommen immer mehr Bäume dazu. Ja, Kollisionsabfrage ist irgendwie manchmal ein bisschen bescheuert. Und das meinte ich mit unfair. Ich habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Jawoll, ja. Mal gucken, was die. Na komm. Wobei ich glaube, ich habe es bis Level 6 geschafft beim Testspiel. Aber was mir richtig gut gefällt an dem Spiel ist, dass das, obwohl ein Spiel von 1983 ist, im Port 2 funktioniert und ich nicht umstöpseln muss. Scheiße. Irgendwann muss ich nämlich nochmal eine Competition Pro restaurieren. Dass ich einen zweiten 5460 habe, dass ich nicht immer umstöpseln muss. Ich glaube, den Level hier ich hatte den getroffen und keine Ahnung warum. Da muss man den zweimal treffen, kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall aufpassen, dass keiner von den Köppen. Ja, im Testspiel war ich besser, wie man im Highscore unschwer erkennen kann. Ach, scheiße. Aber grottenschlecht ist das Spiel nicht. Nur das ist halt nervig.
man da auch nichts gegen machen kann, so großartig. Scheiße, den habe ich nicht gesehen. Okay, Game Over, das war Killer Pillar auf dem C64. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen.